Schauen, ob das klappt hier, der fliegende Wechsel. Also wenn ihr jetzt mich seht und ein Bild seht, dann hat's geklappt. Mal schauen, ich muss hier mal meinen Chat auch neu starten. Ich bin irgendwie so hell. Was ist denn da los? Hey, hey, Devil Inside, sehr schön. Seth Steiner, Seth, wollte ich dich ja nur noch nennen. Coole Sache, ihr seid schon an Bord. Das müsste ja eigentlich das Richtige sein. Warum bin ich so überstrahlt? Was ist da nur los? Vielleicht habe ich aus Versehen irgendwie die Einstellung geändert. Ich überprüfe das nochmal. Einen Moment. Mal schauen, ob ich das hier irgendwie ändern kann. Das finde ich gerade nämlich nicht so schön. Nein, es sieht so aus, als habe ich gelitten. Ja, ich starte jetzt nicht nochmal neu. Dann bin ich halt heller als sonst. Solange ihr alles gut seht, was das Spiel betrifft. Ist eigentlich auch egal, wie ich aussehe. So, ich glaube, ich habe den Unterricht schon gemacht. Ja, das sieht gut aus. Das Blöde ist nämlich, wenn ich die Übertragung beende, dann habe ich jetzt irgendwie so ein 3-Minuten-Clip auf Twitch. Das ist alles immer ein bisschen blöd. Ja, aber es scheint echt irgendwie die Sonne zu sein. Jetzt sieht es besser aus. Krass. Weil ich habe hier schon Licht an. So, Auftrag. Was hast du? 6 Bomber. In der Luhandra-Region. Habe ich überhaupt einen Job gerade? Geheimagenten. Ach ja, ich hatte den Kaktor gesucht. Aber was? Metzeln. Hey, Michi. Was? Wieso willst du beenden? Was habe ich verpasst? Ach so, nee, ich kam mir gerade irgendwie so ultra hell vor. Hier mein Übertragungsbild. Aber es lag echt an der Sonne, die hier noch ihre letzten Sonnenstrahlen durch die schon dunkel werdenden Wolken gezeigt hat. Aber alles gut, weil ich dachte, ich habe gerade, also bevor ich streame, überprüfe ich immer die Videoeinstellungen und da hätte es sein können, dass ich aus Versehen irgendwie mit links, rechts die Helligkeit verstellt habe. Das war nicht der Fall. Es war tatsächlich natürliches Sonnenlicht. Aber es wird bald hier regnen. Sieht zumindest stark danach aus. Wenn ich gerade schon hier bin, kann ich mal gucken. Oh ja, doch, das lohnt sich hier nochmal die Leute aufleveln. Was eine schöne Art, den Stream zu starten. Erstmal durch Menüs. Wilde Karte. Nö. Ich dachte, ich hätte auch den Nahkampf schon mal gelevelt, aber dann war das einfach irgendwann mal, als ich nicht gespeichert habe und gnadenlos gestorben bin. Oh, Kettenmagie. Das ist doch ganz gut, wenn ich ihn nicht selber spiele. Dann macht er da vielleicht ein bisschen Nahkampf und Magie. So, ach, jetzt hast du auch nur noch 2 Punkte. Das ist doch ganz gut. Hoffentlich regnet es dir, es viel zu warm. Allseits berühmte Menüarbeit, genau. Ja, aber das passt schon. Wir wollen ja auch hier unsere Helden ein bisschen aufleveln. Oh, halt die TP aller Gruppenmitglieder. Sehr gut, sie habe ich ja sowieso auch ganz oft dabei. Dann machen wir mal Infanteriemarsch weg, auch wenn sie das so gerne spielt.
Ist das jetzt das hier? Cool. Ich habe noch 7 Punkte. Die Heilung kann ich hoch machen. Und da gibt es noch Protes-Effekt. Wahrscheinlich für sie selber, wenn sie heilt. Mach ich das mal. Weil wenn ich geheilt wurde, war es eigentlich von der Menge her immer ganz okay. So, was geht bei dir ab? Jo. Ach, wobei das eigentlich Quatsch ist. Ausweichen. So. Und der Ladungsschuss und dann bist du auch versorgt. Ach so, aber den müsste ich auch auswählen. Wie mache ich das? Ist das nicht zum Auswählen? Ausrüsten? Na gut. Ist erstmal egal. Explosivgeschoss. Das wäre ein JRPG ohne Tabellenkalkulationen. Ne? Hat mal Carter. Cater. Kann hier erstmal so ein bisschen Basics lernen. Die habe ich ja zuletzt auch ein bisschen gespielt. Die hat ja hier den einen Boss besiegt. So, jetzt hast du noch 6 Punkte, mit denen nicht viel. Nice. Moment. Oh, hätte ich auswählen können. Jetzt ist es wieder zu spät. Gut. Es geht wahrscheinlich in irgendeinem anderen Menü. So, 12 Punkte hast du. Erdstoß hast du aber nicht ausgerüstet. Dann kriegst du auch erstmal so ein bisschen Basic Spaß. Das hast du auch nicht ausgerüstet. Vollschwung. Kampflust. Das ist doch gut. So, das will ich ausrüsten. Der Hurricane bleibt. Oh, aber die Erderschütterung, die habe ich so schön aufgelevelt. Nee, tut mir leid. Dann lassen wir dich halt. Du hast nur 5 Punkte. Oh, Eispeitsche. Passt zur Feuerpeitsche. Sehr gut. Und Blitz. Auch noch dazu. Perfekt. Perfekt. Das gefällt mir hier auch schon, auf jeden Fall schon mal. Moment. Was bist du? 7 Punkte. Vielleicht geht da irgendwas. Ach Gott, dich habe ich ja auch noch kaum eingesetzt. Faustwirbel hast du ausgerüstet. Okay, perfekt. Sehr gute Punktevergabe hier bei ihm. Alles genutzt. Bis auf einen Punkt. Kettenmagie. Ja, warum nicht? Auch wenn du gar keine Magie gerade ausgerüstet hast. Das braucht deine ganzen Punkte auf. Rückstoß hast du auch nicht mehr. Martyrium hast du aber auch gerade nicht. Dann warten wir bei dir. Kraftschuss. Jawohl. Moment, machen wir mal hier. Vielleicht trifft er dann kritischer. Es wäre nicht so schlimm, wenn es nicht 13 Charaktere wären, ja. So, Betäubungshieb. Drangsal. Trillattacke war eigentlich ganz geil. Das will ich nicht wegmachen. Und Blitzra war auch cool. Also brauchst du eigentlich auch gerade gar nicht. Dann leveln wir dir einfach nur ein bisschen Ausweichabwehr. Und die Kosten der Trillattacke. Ja, passt schon. Oh, 23 Punkte hast du. Umwandeln, wo ich immer noch nicht so wirklich weiß, was das ist. Verbraucht AB um MP. Das ist eigentlich Quatsch irgendwie. Starkes Finale hört sich gut an. Geben wir dir starkes Finale. Ne? Das ist natürlich nichts zum Ausrüsten. Subspirit. Okay.
will nur dieses Umwandeln wegmachen. Ja, sehr gut. Bitteschön. Klar. Das leveln wir jetzt. Bis zum geht nicht mehr. Oh, und ich höre es hier schon donnern. Also der versprochene Regen kommt. Gut. Unsere Esper noch. Ich glaube, Shiva hatte ich ja nur. Nee, du hast nix. Nice. Ja. Doch, gucken wir hier auch noch mal ganz kurz rein. Klar, wenn wir schon dabei sind. So, was können wir hier noch machen? Nix. Auch nicht so wirklich. Map. Ja. Ich weiß, ich wollte es nur trotzdem versuchen. Nee, das hatten wir auch eh zuletzt schon. Ah, hier geht was. So, von Blitz irgendwie. Reichweite. Geschwindigkeit? Wird die Geschwindigkeit deiner Geschosse, Kupo? Nö, Reichweite. Genau, dann geht das nämlich jetzt nicht mehr. Und hier habe ich eh alles rausgehauen. Oh, da ging was. Von mir aus. Senkt auch nochmal den MP-Verbrauch. Perfekt. So, egal. Auch wenn ich Protoss nicht so benutze. So, damit wir das nicht nochmal machen müssen. Ich habe gelernt. Ich habe gelernt, dass man auf der Weltkarte sehr schnell ableben kann. Ja, das soll es gewesen sein. So, dann gucken wir mal nach den Bombern. So. Ach, hätte ich da vielleicht mit dem Luftschiff auch irgendwie hingekonnt. So. Die Region, wo ich hin muss, ist nämlich am Arsch der Elle, glaube ich. Hä? Die ist hier gar nicht drauf. Bla. Okay. Moment. In Ruhe. Ich weiß, glaube ich, wo sie so. Ich hätte jetzt gedacht, sie ist weiter süd. Was ist das westlich? Da lade ich doch nochmal neu und gucke, ob man da hinflattern kann. Doch gar nicht verkehrt, das mal zu überprüfen. Geht auch flott. Das ist nämlich mir zu weit erstmal. Mein Twitter hält auch nicht die Klappe gerade, da geht irgendwas ab. Aber ich ignoriere das jetzt erstmal. Geht bestimmt eh nur um Pokémon Go. Lapp. Luftschiff. Da war er! Ha! What the hell? Ich hab's zu spät gesehen. Aber ich hab's gesehen, aber es war zu spät. Oh. Gibt es ja nicht. Der Drecksack. So. Miko. Wie es kostet. Ich kann nicht mal sagen, ob das näher ist. Na, das ist auf jeden Fall näher. Ja. Jo. Buh, Twitter. Ja, Michi, du sträubst dich ja noch. Ach, hier gibt's ja so eine kleine Animation. Ganz nett. Und man fliegt sogar in die gewünschte Richtung. Ist nicht einfach so random. Hat so ein bisschen was vom Kanonenflug bei Secret of Mana. Ach, ich will Secret of Mana irgendwie wieder groß haben, das war cool. Ah, jetzt zeigt die Kamera aber in ein bisschen falsche Richtung, wenn ich mich nicht irre. Ich muss, glaube ich. Wie? Ich muss da irgendwie so hin? Kurz checken. Kurz abchecken. Ew. Ew.
Wie komme ich dahin? Wir nehmen auf jeden Fall einen Vogel. Dich. Sieg wird auf Mana zu dritt, ja. Was ich meine mit wieder groß sehen, ja, dass es einfach irgendwie wieder wiederbelebt wird und nicht nur Mana, so kleine Handyspiele sind und wahrscheinlich laufe ich jetzt hier wieder komplett falsch. Aber hier ist eine Brücke. Ew, das sieht gut aus. Nice. Nice, nice, nice. So, nördliches Tokorette. Tokorette. Ich glaube, ich muss noch hier so ein bisschen weiter lang. Ja. Ja. Und selbst wenn man jetzt irgendwie das Ur-Secret of Mana irgendwie nehmen würde und würde es nochmal so ein bisschen auf modern machen. Jetzt komme ich hier nicht weiter, oder wie? Das funktioniert irgendwie nicht so. Map, map, map. Map. Aber es ist doch hier direkt nebenan. Ihr gebt mir unmögliche Aufträge. Nein. Dummer Chocobo. Ich will so ein paar Loser verschwenden. Hier. Die Weibchen müssen erhalten bleiben. Ich kann ja auch mal einfach diese Höhle erkunden. Aber ich habe da eigentlich nicht so Lust drauf. Außer man kommt da durch und auf die andere Seite. Komm, wir testen das. Ach, wenn da jetzt nicht dieser Gegner wäre. Na gut, nicht gleich aufgeben. Ich laufe hier einfach an der Bergkette entlang. Und entweder geht's. Was ist eigentlich mit der Kamera gerade los? Hallo? So. Okay, wir suchen einen Gebirgspass oder einen Tunnel oder eine offene Stelle. Ich weiß, dass hier auch eine Höhle war. In die kann ich dann mal reingehen. So. Durch geht da jetzt nein. Ja, Secret of Mana, ey, das war so mega, das Spiel. Und ich habe sowas richtig Dummes gemacht. Das kam ja, Gott, wann kam das Spiel raus? Ich war noch so jung. Und man konnte ja die drei Helden selbst benennen. Und ja, der Held, der hieß natürlich Sepp. Das Mädchen hieß irgendwie wie eine damalige Klassenkameradin, die ich ganz nett fand. Und dieses Kobold-Mädchen, als ich da einen Namen vergeben musste, dachte ich mir so, oh nee, jetzt nicht, ich habe keine Lust zu überlegen. Und dann haben wir sie einfach A genannt. Und es war so dumm. Es war einfach so dumm. Immer wenn sie genannt wurde, immer wenn sie der Name genannt wurde, A. Ja, Rubrum hat einen Energiewall errichtet. Du kannst dieses Areal nicht betreten. Okay. Dann schaue ich, ob ich drumherum laufen kann. Ansonsten finde ich, ist das sehr strange. Genau. Naja, so viele Zeichen gingen ja nicht. Aber so 8 Zeichen oder so, das war einfach super dumm. Ich fühle mich echt irgendwie veräppelt von diesem Spiel. Wo soll ich denn da rumkommen? Gut. Gut, ich bekomme einen Auftrag, den ich
nicht lösen kann. Weil ich doch wirklich hier hin muss. Gut. Dann. Bessere Idee. Monsieur Kaktor. Mal schauen, ob das gespeichert wird. Dann kann ich mir nochmal den Job holen und kann Monsieur Kaktor holen. Die Musik klingt auch veräppelnd, ja. Ah, und so komme ich doch nie in der Hauptstory weiter, wenn ich hier immer so Vierlefanz mache. So, wolltest du den Kaktor haben? Na, 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 na. Nee. Das ist komisch. Jetzt muss ich natürlich erst diese Person finden. Tu. Vielleicht hier. Es gab ja irgendwie nicht so viele Missionen, muss ich sagen. Hier nicht. Ah, du warst das, glaube ich. Ja. Ja. I want. No! I want! Tell me. Yes. Yes. Das war richtig. So. Haha. Falsch. So, dann. Sind wieder maßlos unterlevelt. Und stürzen uns ins Abenteuer. So, gehen wir schon mal hier so rechts rein. So, Kaktor. Schade. Hey Martin, bist du das Positive für dich? Du hast rein gar nichts verpasst. Das Spiel trollt mich auf übelste Weise. Oder, ich verstehe es nicht. Da ihr mir noch keine Lösung gesagt habt, denke ich mal, das Spiel trollt mich. So, hier ist auch kein Kaktor. Schade. Das wäre so schön gewesen, wenn ich den jetzt gefangen hätte. Gut. Dann gucke ich nochmal bei den Chocobos. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich da letztes Mal noch irgendwas zur Zucht gegeben habe. Vielleicht ist er ja auch hier gerade. Zufällig. Nope. So. Ja, genau, her damit. Kampf, Militär. Streit, okay. Dann kann ich damit noch was verwursten. Auf jeden Fall so ein Streit. Dann gibt es ein bisschen Streitsex. Ist auch gut. Kampf. Und wir wollen viele Küken vielleicht wieder. Oder eins der Rasse. Aha. Machen wir erstmal viele. Na, oder machen wir doch, dass wir eine andere Rasse wollen. So. Loops gut. Ja. Der eine Chocobo ist auch völlig aus dem Häuschen. Über den Neuankömmling. So, Hauptallee. So, wo geht's eigentlich weit her? Gibt's hier noch was? Ah, du hast was. Guten Tag. Ah, das war das. 30 Gegner mit Eisbomben. Das klingt doch aber machbar. Das machen wir. Wenn jetzt der Kaktor mir wieder entgegenspringt, dann Krise. Jo. Gut. Wir haben ja auch. Moment, das werde ich nochmal hier gegenprüfen. So, nein, halt. Wo sehe ich das hier? Eisgar hat der nur.
Na gut, ich gehe ja hier raus. Muss ich mal gucken, dass ich das ändere. Na, ihr habt ja alle auch noch Aufträge. Jetzt gucke ich mir nur mal an. Phönixfeder. Okay. Für die Logistikmitarbeiterin. Vielleicht mache ich das sogar noch. Hopp. Ist das bei Ausrüstung? Yes. Hä? Kannst du das gar nicht? Ist überhaupt noch jemand? Oder ist Eisgarbom schon das Richtige? Eisbom. Wahrscheinlich ist es gar nur die Weiterentwicklung. Ne? Let's do it. Speichern. Warum auch nicht? Bium. Flitz. So. Müsste auch Eisgabom. Eisgabom. So. Dann schlapp ich jetzt einfach mal auch ein bisschen weiter weg, damit ein bisschen stärkere Gegner auftauchen. Und immer wenn der Vorschlag kommt, stärkere Gegner zu bekämpfen, wird das natürlich gemacht. Da sind noch. Okay. Ich müsste natürlich auch die Fähigkeit einsetzen. Hehe. Ja, weiter. Ist nur blöd, mir geht dann ja auch die Magie aus wahrscheinlich. Mal schauen, wie das läuft. Ja, genau, man sieht das in dem Quest dann, also in der Aufgabenbeschreibung. So, ihr seid doch die perfekten Gegner dafür. Ne, du warst schon tot. Komm. Und das Wichtige ist nämlich auch, dass die sterben müssen. Damit. Gut. Oh. Noch mehr. So, dann schauen wir mal. 2 von 30. Boah. Geht. Aber Level 10 Gegner sind nicht so spannend, auch wenn die halt direkt von der Attacke sterben. Oh nein, ein Hinterhalt. Ich werde es niemals überleben. Hier. Und hier. Und du auch. Nein! Nicht ihn töten! Hallo! Let me grab you. Ja, weiterkämpfen. Natürlich. Oh, miep, 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 keine MP. Das ist natürlich ziemlich doof. Ich krieg doch MP, wenn ich hier die Menschen aussauge. Ja. Könnte klappen. Klar. Schauen, wie viel sowas kostet. Na ne, es reicht noch nicht. Gott, ihr sterbt so schnell. Ja, los. Nein, nein. Ich will hier die Jungs. Ja, danke. Nee. Reicht immer noch nicht.
Kann man natürlich auch Tränke kaufen, um das zu beschleunigen. Wenn ich Geld habe. Oder kann ich hier irgendwie sowas nehmen? Gegenstand. Ausrüsten. Tor. Ja, why not? Schlupp. So. Hört auf, sie zu töten. Nein. Oh nein, er ist nicht kaputt. Oh, jetzt. Sehr gut. Nee. Weil sonst kill ich die nicht mehr in einem Blow. Muss ich leider doch gegen Loser kämpfen. Hä, warum ist... Hä, warum sind meine MP jetzt aufgefüllt? Ah, ich verstehe. Nach einem Kampf, oder wie? Ich lerne ja noch. Das wusste ich nicht. Bist du tot? Nein! Auf! So, ich habe 52 MP. Ah! Na, das macht Sachen. Das Ganze hier doch noch einfacher, als ich dachte. Nur mit Leveln ist nicht so. Meh. Vielleicht kriege ich ja was Schönes von ihr, von der Mama. Oh, ihr seid hier. Feuer! Oh, sie sterben zu schnell. Puderdune. Das habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht gelesen. Dann bleibe ich doch in Heimatnähe. Ich kann auch mal in so eine Stadt gehen, da gibt es ja auch eigentlich Quests. Auf jeden Fall sammle ich Anima, das ist auch gut. Anime. Ja, hier regnet's noch nicht. Im Spiel regnet's. Immer nur zwei Gegner pro Kampf töte. Ist das etwas lahm? Naja, Hälfte haben wir gleich. Nee, ich wollte nur hier die Gegend erkunden, wenn ich schon dabei bin. Ja, zwei Gegner, sehr gut. Du auch. Was ist denn Ace eigentlich so special, dass er so krass ausweichen kann? Oh, da kommen wir auch noch nicht hin. Liegt da ein Gegenstand? Ja, darf ich mal jetzt? Nein! Schatz. Nice! Ach, es geht ja doch flotter, als ich dachte.
Ich hätte gern mal wieder so ein Gefecht auf der Oberwelt. Das war ziemlich cool. Das war auch bisher noch nicht so schwer. Oh, da ist noch einer. Töte ihn nicht. Die Kamera weiß manchmal nicht, wo sie hin will. Nein, nicht töten. Mist, der wird auch schon tot. Sehr gut. Ja, ich kann ja einmal noch Eis einsetzen. Mindestens. Auftrag abgeschlossen. Sehr schön. Die Einblendung habe ich auch noch nicht gesehen. Oder hab's vergessen. Ja, warum nicht? Wenn wir schon dabei sind. Okay. Oh, es bringt sogar was. Für Trey. Ne. Schlechtes Timing. Das ist gut, dann mache ich weiter. Ach, ein bisschen. Ne? Ihr seid so klein, ich sehe euch gar nicht. Ah, da bist du. Hi. Und sie spielt ihre Flöte weiter. Jo. Ich sehe keinen Grund darin, warum ich es nicht machen sollte. Oh, ihr seid jetzt Level 31 und zack. Aufgelevelt. Die macht auch schon deutlich mehr Schaden. Ja. Die kleinen Scheißer, geht weg. Sein Pfeil und Bogen hört sich an wie eine Schusswaffe. So, gut. Kommt noch eine Stufe? Nö. Gut. Auftrag beendet, ein bisschen gelevelt. Zähle ich schon mal als Erfolg. Achso, ich wollte in diese Stadt rein. Hehe. Da will ich jetzt schon noch vorbeigucken. Ah, sehr schön. Ihr levelt auch noch. So, das schaffen wir ohne Kampf. Los! Lauf! Ja. Nur mal gucken, was hier so geht. Den Auftrag könnte ich ja auch gar nicht annehmen. Ist auch irgendwie komisch. Fällt mir mal so ein. Aber es gäbe einen. Nee, nicht du. Du hast nichts für mich. Ja, was willst du? Ach so, du willst wieder hier. Ach, das ist immer noch dieser Auftrag, okay. Nö. Ah ne, es war nicht der Auftrag, die Monster zu killen.
Hallo, Monsieur. Feuer fangen. Potzblitz. Teleportstein. Nee. Das ist irgendwie Quatsch. Ich dachte, teleportiert mich in die Akademie zurück. Das hätte ich mir sofort gekauft, egal wie viel es kostet. Gut. Nee. Gut, dann gehe ich jetzt auch schnurstracks zur Hauptmission. Hier gibt es nichts mehr für mich zu tun. Hier vorbei. Ba-ba-ba-ba-ba. Hallo. Na, Brunnenplatz. Gut. Genau, zur Mutti müssen wir. So, na, so wie jetzt, wo die Hauptmission losgehen soll, muss ich jetzt gehen. Oh, okay. Aber danke fürs Reinschauen. Du kannst das Ganze ja auf YouTube nachholen, wenn du die Zeit findest. Das ist auch ganz gut, da kann man ein bisschen vorspulen, wenn ich irgendwie sinnlos Zeit verschwende. So. 12 Juwelringe. Und was können die? Was können die? Was können die? Inventar. Viel Spaß euch noch. Ja, danke schön, Devil. So, was könnt ihr? Was könnt ihr eigentlich? Oh, Makinas Sommeruniform. Frischer Wind im Kadettenspind. Das ist ja sogar richtig gut übersetzt oder mal ein bisschen witziger. Bin ich wieder blind und sehe diese Sache nicht? Oh, und hier Nein, Sommeruniform auch. Was war das jetzt? Juwel irgendwie? Das ist so eine Energieeinheit. Ah, lässt sich zu einem guten Preis verkaufen. Ach, hier geht's noch weiter. What? What? Das kann auch hier unten irgendwas sein. Nee. Kann man das sortieren? Ah, da. Auto. Gut. Hey, Dark. Oh, deine Schrift ist ganz grün hier. Dark Savior. Willkommen im Stream. Willkommen bei JP Games. Hier bist du genau richtig, wenn dich japanische Videospiele interessieren. Juwelring. 12 Stück davon. Was könnt ihr? Geschenk von der Mutti. Magie plus 7. Goil. Okay. Das ist gut. Halt. Ich will was ausrüsten. 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 Hier. Team. Oh, das geht nicht. Ich kann nur ihn ausrüsten. Nee. Verwirrung ist groß. Ausrüsten kann ich hier gar nicht. Nur an diesem Kristall wahrscheinlich. Na gut. Wie lange braucht man für Type Zero? Ja, das muss dir einer im Chat beantworten. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal, deswegen etwas unbeholfen und schwerfällig, aber auch dabei lustig, wenn man so will. Lustig für alle anderen auf jeden Fall. So, geht jetzt hier die Hauptmission weiter. Info, Info habt ihr alle über dem Kopf.
Ja, ich glaube, hier ging die weiter. Was ist mit dir? Was ist schwer? Boah. Oder eine Sache noch, bevor es zur Hauptmission geht. Mich lässt dieser Kaktor nicht in Ruhe. Weil ich ihn gesehen habe, muss ich das jetzt noch einmal kurz versuchen. Hey Speedy! Das Beste zum Schluss. Wer sagt, dass du das Letzte bist? So, jeppa. Ja, Speedy, hier, ich habe den Kaktor getroffen. Er ist wie im Flitzebogen davon geflitzt und ich hatte die Mission auch nicht aktiv. Und es war beim Schiffsdock und ich werde jetzt nochmal gucken, ob ich Glück habe. Ich habe es dann neu geladen und natürlich war er dann nicht mehr hier. Aber. Maybe. Maybe. Ne? 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 Nee. Okay. Quatschen wir mit dir? Oh. Ja. Okay. Das stimmt nicht. Du bist neidisch. Danke. Ah ja, das ist gut. Ich glaube, mit dem geht auch so eine kleine Szene ab. Oder? Nö. Ah, Königin Andoria wurde ermordet. Genau so heißt sie. Das stimmt. Uns gleich hier verdächtigen ist nicht die feine Art gewesen. Ah, da habe ich meinen Äther wieder, den ich verschwendet habe. Oh, und wenn ich gerade schon hier bei diesem Relikt bin. Ausrüsten. So, und wo setzt man dieses Juwel ein? Wahrscheinlich hier. Ach, alle Magie plus 12. Nee, dann brauchst du keine Magie. Das erklärt auch, warum deine Magie so krass abging. Das ist ja hier nur Feuermagie plus 2, aber die Juwelringe sind Magie plus 7. Vielen Dank. Du hast eh keine. Du hast keine. So. Jetzt Magie. So. Erst Frost. So, das macht ja alles Sinn, euch was Besseres zu geben. Ne, du hast ja auch keine Magie. Angriffskraft. Wer bist du? Jack! Jack, mein Guter, du kriegst Angriffskraft. Na, du sollst eh lieber heilen. Ja, du brauchst keine Magie an Verstärkung. So, das macht auch Sinn. Spitzhut, alle Magie plus 8. Okay. Sehr schön. Hat sich gelohnt. Bio. Ich will diesen Kaktor finden. Ich frage mich, ob der Kaktor auch in so Zwischenbereichen auftauchen kann, so zum Beispiel hier jetzt oder. Guck mal auf der Himmelsterrasse. Ich habe da so ein Gefühl, da könnte er sein. Das Blöde ist auch, wenn der mir entgegenspringt und ich nicht schnell genug reagiere. Ich weiß nicht mal, ob ich irgendwie reagieren muss. Wie lange wird heute gestreamt? Sorry, das habe ich gerade nicht früher gesehen. Auf jeden Fall bis 11. Und maybe etwas länger. Wie viel Uhr haben wir? Gleich 10. 11 ist auf jeden Fall gesetzt. Und wenn ich jetzt gerade irgendwie in der Mission hänge und will die noch zu Ende bringen, dann auf jeden Fall drüber hinaus. Aber. So, Grenze wäre auch 12 für mich, dass ich irgendwie noch Schlaf bekomme. Kaktor? Kaktor hier?
Kaktor Nowhere. Du musst nur das Item eintüten, was da auf dem Boden liegen bleibt. Ja, das Dumme war, das Saudumme war, dass er gar nichts hinterlassen hat, weil ich die Mission nicht aktiv hatte. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass man ihm begegnet, wenn man die nicht aktiv hat. Ich gehe jetzt nochmal in jedes Gebiet rein. Wir fangen wirklich oben nochmal an, ganz kurz, und wenn das jetzt hier alles nichts bringt, wenn er nicht da ist... Er ist nicht hier. Ah, warte, ich muss da gar nicht immer so rauslaufen, habe ich letztes Mal gemerkt. Ich will ihn finden, den kleinen Stinker. Ich habe ihn schon gesehen. Bumm. Du hast ja nichts Gutes für mich, glaube ich. Nee, du hast nur diese Silbersachen. Habe ich alles schon. Schläft man nicht normalerweise während der Arbeitszeit? Leider nein. Aber ich habe heute einen Powernap in der Pause gemacht. Das war ganz gut und nötig. Bam bam. So. Wie, der sollte was liegen lassen, aber eben nicht das Item für den Quest? Hä? Nee, der hat auf jeden Fall nichts liegen gelassen, würde ich sagen. Was willst du noch? Ach, das war dieser blöde Mist. Da habe ich gar keine Lust zu. Ich will nämlich keine Hilfe anfordern, weil sonst leveln ja meine Charaktere nicht. Das ist irgendwie so... Bei Leuten, die am Steuer sitzen, eine sehr dumme Idee. Ja. Das stimmt. Ich laufe jetzt mal hier so hinter. Hier könnte doch der auch mehr entgegenspringen. Komm, es würde sich so anbieten hier. No. No, no, no. Ja, cool. Kann ich die sogar. Oh, mehr Streit, mehr Streit. Sehr gut. Dann verwursten wir Streit mit Streit. Und lassen viele Kinder entstehen. Ich dachte auch hier, dass es immer noch nach einer Mission geht. Okay. So, jo. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Er taucht nicht auf. Meh, meh, meh. Er taucht nicht auf. Komm hier. Auch nicht hier. Ach so, ja. Ja, also diese Punkte kann man natürlich gegen Gegenstände eintauschen. Aber, boah, die sahen jetzt eh nicht so überkrass aus. Okay, ein letztes Mal noch zum Flugdeck. Nur weil ich ihn da gesehen habe. Und dann wirklich gebe ich mich dem Kaktor geschlagen. Dann hat er gewonnen. So, und. Nein, er ist geflohen, aber er war da. Eine Kaktorblüte. Okay, das ist doch der Beweis jetzt. Das ist doch der Beweis. Nice. Okay, aber dann habe ich das vorhin vielleicht auch echt nicht gesehen, dass da was liegt. Ich war so perplex und aufgeregt. Da lang. Okay, da sind gute Waffen dabei im Punkteshop. Vielleicht werde ich das dann zu einem anderen Zeitpunkt mal machen. So, genau. Ein Kugelschild. Ein Kugelschild. Ne, lass mich raus. Haha, Applaus, er hat's geschafft. Ja. Hier, Kappa.
Ihr müsst den Kappa spammen, wie es dann immer alle machen. Hauptmission. Auch wenn ich irgendwo noch mit Leuten quatschen kann. Und so weiter. Hier müsste es eigentlich gehen, oder? Jo. Rückeroberung. Missionsstufe 23, da sind wir drüber. Ja. Ja, Pokémon Go. Ace hat zu sehr. Nein, Ace hat ihn gefunden, weil das Handy es ihm gesagt hat. So, ich muss ins Zimmer, genau. Das Klassenzimmer. Und ich gucke mir noch dieses Kugelschild an. Ausrüstung. Egal. Kugelschild. Patronenschutz. Das ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Ich wurde letztes Mal so übel beschossen. Moment, das gebe ich hier dem Mr. Nein. TP. TP ist auch gut. Verteidigung ist auch gut. Näh, Mist. Okay, wer ist ärmer dran? Hier, den ich nie benutze. Wie heißt du? Eight. Ah, du kriegst das jetzt. Ob du willst oder nicht. Ne, die will ich auch nicht geben. Das ist gar nicht ein guter Gegenstand. Was ist das für eine Belohnung? Ach. Ich weine. So. Groß angelegten Territorialkampf. Ja, ich will teilnehmen, natürlich. Hallo? Moment, ich speichere erstmal. Aber ich will da teilnehmen. Wo wäre der ganze Spaß, wenn ich da nicht teilnehme? Komm, Mama. Ich krieg schon wieder diese Einblendung nicht in der oberen Ecke, dass ihr was schreibt. Leider. Also, wenn ich was übersehe. Mit dir will ich nicht reden. Nein, mit dir will ich nicht reden. Nein! Er antwortet mir nicht mehr. So, ja, ich will teilnehmen. Ich gebe alles. Und auch wenn es komisch ist, ich speichere auf jeden Fall auch noch mal, bevor ich rausgehe. Klar. Ich gebe immer mein Bestes. Hallo? Ganz flott. Speichert ein bisschen Zeit, wie bei Speedrunnern gelernt. Sekunden zählen. Moment mal, jetzt muss ich hier wieder in eine Region schlappen? Ah, aber es ist nicht so weit. Okay, das finde ich. Ich sehe auch die Minimap. Sehr gut. Und wir reiten. Oh, da brennt's. Ah, das ist hier die Brücke, wo ich nicht durchkam. Perfekt. So. Da, 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 da.
Wir benötigen alle Einheiten, die wir hierfür aufbringen können. Cool. So, Mitglieder wählen. Das habe ich immer noch nicht verstanden. So, wir machen mal hier was Lustiges. So, und dich und hier und egal. Nee. Espa auf jeden Fall. Shiva geht ab. So, Kommandant. Nehmen wir. Nehmen wir schon, nein. Oder Ace? Ace. Hat das höchste Level. Oh, es ist Nacht. Das Wetter im Spiel passt sich dem Wetter in der Realität an. So. Okay, da muss ich jetzt auch wieder aufpassen, dass ich das lese. Auch wenn mein Gesicht drüber ist. So. Das ist unser Ziel. Das ist cool, es sollte mehr von solchen Missionen geben. Kappa! Genau. Nein, hier wollte ich nicht reindrücken. So. Ey, dieser Text, ich finde echt, der geht viel zu schnell weg. Muggels reden zu schnell. Das kann man gar nicht alles lesen. Das sieht aus wie ein böser Deutscher mit dem Monokel. Eroberung von Ivon ist unser Sieg. Wir dürfen nicht den Hauptstützpunkt verlieren. Und Mock-Tipps gibt's. Okay. Ja, irgendwas Kupo. Ich schlapp jetzt erstmal. Warte mal, hier kann ich vielleicht. Nee. Konnte doch irgendwie hier so eine taktische Übersicht. Genau, kann ich hier auch irgendwas beeinflussen? Hauptstützpunkt. Ne. Ja, sieht doch aber ganz gut aus. Ja. Seid ihr Feind? Ja, ihr seid Feind. Das heißt, ich muss diese Lager da einnehmen. Hält ich erstmal den. Wow! Erstmal meinen Leuten hier helfen. Ja, ich kann es vertragen. Scheiß Infanterie. Geht drauf. Ja. Das ist ja fies, ey. Hätte ich mal ihm dieses Kugelschild angelegt. So. So, da müsste ich ja aber jetzt heilen, genau. So, jetzt hat hier Mr. Kupo wieder irgendwas gesagt, was ich nicht gesehen habe. Aber ist nicht so schlimm. So. Aber der Hauptstützpunkt sieht nicht aus, als ist er unter Attacke. Oh, da geht's schneller. Sehr gut. Merci. Ach, die Jungs machen das hier schon. Easy. Hahaha. Oder ausgeführt. Tut sich was? Trifft
dritten, vierten Lager marschieren auf die Hauptbasis. Okay. Klar, machen wir. Oh, kleine Max. Mit euch. So, du hast wieder irgendwas gesagt, was zu schnell war. Ja, ja, machen wir. Wir verteidigen. Oh. Oh, oh. Warum kommt ihr denn jetzt? Schauen, ob ich hier eine Order geben kann. Nö. Egal, ich muss ja eh nicht mehr lange. Oh! What the hell? Hilfe! Hilfe! Zweimal! Seid ihr verrückt? Ich kann mich nicht mal heilen, was ist denn das für ein Shit? Egal, noch ein paar Sekunden, dann kommt ein fetter Angriff. Oh ja, ich bin tot. Die Lage hat sich beruhigt. Okay. Wie konnte ich nochmal Leute befehlen? Marschieren wir doch mal auf Togua. Hoffe ich, dass das passt. Oder überrennt ihr mich hier von irgendwelchen Lagern? Ich glaube, wir nehmen erstmal Lager 3 ein, dann kommt da auch keine Verstärkung mehr. Ja, Togua unter Beschuss genommen, ja, das macht ihr schon von alleine. Zack! Haha! Oha! Na, ja, die machen euch eh fertig. Was habt ihr davon? Dass ihr meinen Hauptstützpunkt angreifen wolltet. Los! Jungs, rückt nach! Sehr gut. Das war aber ein kurzer Ausflug. Der Ost ist gut. Ich glaube, die nehmen das jetzt auch alleine ein. Ne, das werdet ihr schon schaffen. Ja, ihr schafft das schon. Mach mir da keine Sorgen. Oh oh, was geht ab? Ein Flugmech. Okay. Voll der Gundam. Oh oh. Ah.
Ich lenke ihn ab. Das kitzelt. Der Flugmech hat Flucht ergriffen. Spinn's doch. Auf damit. Oh ja, jetzt. Jetzt kriegst du aufs Maul. Au, au. Ja, du hast zu viel riskiert. Ja, oder? Ah, euch kann ich hier. Dann schleppt ihr von da nach da? Nö. Ist das so richtig? Ne, keine Ahnung. Ich lasse das mal lieber. Na doch, jetzt laufen beide Einheiten, ja. Und, was kann ich hier machen? Na doch, die machen das kaputt. Ja! Nehmt es ein! Schlitz, Schlitz. Stürmen. Ich warte mal noch. Stürmt Togua! Aber die Energie geht noch runter. Erstmal alles rausbrennen und wegsprengen, was sich da verschanzt. Mal schauen, ob die das auch einnehmen können. Und. Ein Schuss noch. Ne. Okay. Yep. Die Feuervögel. Nö. Ah, doch, doch, doch. Ich kenne die Abkürzung. Der Ost. Grüße! Wow, das war schnell. Dir kann niemand mehr helfen. Au. Ja, sing ihn zu Tode. Achso, ja, genau. Ich muss euch ja aussaugen. Ich töte auf jeden Fall alle Gegner, die mir hier so entgegenkommen. Außer es ist endlos. Weil Leveln ist immer gut. Na, es sieht sehr endlos aus. Aber es macht Spaß. Ja, flöte ihn in den Tod.
Okay. Wir gehen weiter. Oh, bist du das? Ja, das ist der sogar. Au! Muss ich nur überleben oder wie ist das? Ich würde ihn natürlich auch gerne killen. Aber er fliegt. Und gar nicht zum Fliegen gemacht. Egal, soll er da halt rumfliegen. Hahaha, ha, ha, du kannst uns gar nichts anhaben. Oh, er hat Schaden genommen. Ich nehme mal hier. Ah doch, wir kriegen dich platt. Komm. Hä? Wo kommst denn du her? Oh ja. Okay, down. Nee, falsch. Noch eine Minute. Jawohl! Kaputt! Nein! Er ist entkommen. Gut, dann jagen wir ihn. Nee. Oh, wir werden angegriffen. Zäh. Wo? Kommt alle her. Schalalala. Oh, du bist auch tot. Nee, gar nicht. Geht doch. So geht's auch. So, was blinkt hier rum? Ah, Monsieur Oberst. Alarm! Ich komme nicht durch. Boah, Alter, macht der Schaden. Ich wollte ihn noch auslachen, wie schlecht er zielt. What the fuck, ey. Geh kaputt. Nee. Der gibt sich doch jetzt, ey. Yeah. Danke. Yay! Weiter geht's! Sehr gut. Der Kristall, der beschützt mich mega. So, ihr rückt aus und ihr rückt
auch aus. Sollen wir übers vierte Lager gehen? Nö. Das hätte ich eigentlich auch mal einnehmen sollen. Die laufen jetzt alle so. Na gut, wir versuchen das. Wenn das irgendwie nicht klappt, dann muss ich noch die anderen Lager einnehmen. Okay, keine gute Idee. Ja gut, ihr könnt euch hier ja mal alle opfern. Und dann gehe ich über die anderen Lager. Dann hole ich mir vielleicht von diesem dritten Lager Hilfe und vom Hauptstützpunkt. Oder, nee, die laufen da eh schon hin. Okay, das dritte Lager läuft da schon hin. Und der Hauptstützpunkt auch. Okay. Und Enra-Einheit. Wer seid denn ihr? Warum schafft ihr das denn da nicht? Voll mitten ins Getümmel, aber ist mir egal. Okay, okay, das ist mir nicht mehr egal. Oh, 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 oh. Ja, ist okay. Ich mir mal lieber noch von denen auch Hilfe. Ach, ihr seid das, der da immer gelabert hat. Wieso sendet ihr keine Einheiten aus? Was ist mit euch? Die schleppen da lang. Viertes Lager. Boah, ich kann mir doch... Jetzt kann ich hier warten und... mich heilen lassen. Okay. Aber da kommen auch Einheiten raus, also ganz alles abziehen kann ich nicht. Ich mache aber euch auch mal hierher. So. Lager 4 unter Beschuss genommen, sehr gut, hat das schon mal gewirkt. Das vierte Lager heult auch. Sehr gut. Wir haben euch gleich. Oh ja. Nehme ich. Ihr habt versagt. Oh. Sehr gut. Ah, Enra. Nice. Ihr seid stark. Ja, lasst euch ablenken. Das ist genau das, was ich will. Macht sie kaputt. Oh, das will ich noch nicht einsammeln. So, mal schauen, ob sich jetzt der Flügelmann gleich wieder zeigt. Zack. Komm mal, Aibon.
Gut, ihr habt euch hier positioniert. Ihr werdet nicht gewinnen, ihr werdet nicht gewinnen. Vor allem, weil die Donnereinheit auch gleich kommt. Kann ich eigentlich schon rein? Nee. Solange der Wallen da ist. Klatsch. So, jetzt aber. Sind alle vereint. Oh, Donner. Tschüss. Oh. Sehr gut. Trinkpause. Na? Gleich. Eieiei, ei, ei, Kinder, das dauert ja. Wie viele müssen noch sterben? Hä, jetzt haben die sich hier geheilt. What the hell? Mach sie kaputt jetzt. Leute, die heilen sich. Könnt ihr eigentlich mal was machen? Oh Gott. Hier, macht ihr hier Mittagspause oder was? Ah, jetzt habt ihr es geschafft, wo ich weg bin. So, okay. Die lenken den ab. Hoffentlich geht das gut. Soll ich stürmen? Nein, geht noch nicht. Ich greife den auch an. So schön, dass diese Einheit den kaum Schaden macht. Oder kann ich da jetzt rein? Ne. Na doch. Ja, ich mach den platt. Wie viel Leben hast du? Ha! Tschüss! Ich muss euch doch am Leben halten. So, hoffentlich. Nee, bevor ich nicht geheilt bin, heile ich mich noch.
Schlapp, 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 schlapp. Snap. So, und jetzt wird hier rückerobert. Yes. Oh. Klar, töte ich doch richtig dich zuerst. Hab ich nichts dagegen. Wer schießt? Ach du? Hab mit dir gar nicht gerechnet. Oh! Tschüss. Ciao. Wow, what the fuck, was war das denn? Au, ich dachte, das wäre was von ihr. Oh, 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 nicht sterben. Nicht jetzt. Er hat wieder seinen Zornmodus. Hä? Renn! Stirb! Das ist das Ende. Nein, er ist entkommen! Okay. Hey, wieso bin ich fast am Arsch? Heil mich! Oh! Er kommt immer wieder. Okay. Ne, ich wollte ausweichen. Oh nein, ich brenne! Auf damit! So langsam läuft's. Oder was? Ich fliege oder was? Ich sehe überhaupt nichts. Was? Wow. Oh fuck! Bin genau vor das Schussfeld gelaufen. Upsala! Nee. Oh, noch zwei. Ah!
Oh, die haben Krallen vorne. Nein, nicht dahin springen. Oh Gott. Au, 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 au. Danke. Okay, einer weg. Zwei weg. Nee, jetzt. Im Doppel sind die schon übel. Oh, noch einer. Würde es doch immer so leicht gehen. Oh, da kommen noch mehr. Nice. Es ging wieder so leicht. Sehr gut. So muss das sein. Kommandozentrale, okay. Au. Au, au, au. Sieht aus, als ist da wieder so ein Kommandant. Oh, da oben. Oh nein, er spornt seine Leute an. Nee, das ist er nicht. Jeder Gegner weniger ist gut. So, wo bist du? Hm. Da ist er. Oh, der macht wieder so übel Schaden, ey. Geh kaputt. Sehr gut. Nee. Ja. So, kann ich die noch ausrauben? Ah, zurück zur Akademie, jetzt wird gefeiert. Okay. Das war ja mal einfach. Und dafür gibt's ein C. Ja, schön. Ah, wegen Zeit, okay. Anzahl der K.O.s, ja, Ace. Mann! Aber meine beste Bewertung bisher. Ah, geil. Und ich hab wieder Geld. Und ich hab ein Eisflut. Was noch? Ein Goldreif. Und. Okay. Ein Jagdbogen. Gisakraut. Sehr schön. Das ist gut. Final Elixir. Wüstenmaske. So viel Stuff, den ich mir niemals angucken werde. Aces Sommeruniform. Nice. Speichern. Ja. Beef or not bad. Ja, danke. B für Bravo. Was kann ich eigentlich mit dir machen? Komm mal her. Aha, den kann man fangen und man kriegt eine Trophy. Okay. Muss ich jetzt zurückschleppen? Na gut, ich habe ja gerade was gefangen. Oh, der Witz, wo bin ich hier schon wieder? Hier lang. Ja, 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 ja. Nein, nicht da rein. Dreh dich, dreh dich. Da ist die Brücke. Das Pokémon Go der Final Fantasy Welt. Ist aber ein bisschen einseitig, oder? Man kann ja nur Chocobos fangen. Ja, Pokémon Go, ey, das ist so krass. Das ist so ein Phänomen. Leute, die nichts, wirklich null mit Spielen am Hut haben, die sich niemals für Spiele interessieren,
sprechen mich drauf an. Hast du das schon gesehen? Du bist das cool. Ich hab das jetzt auch mal drauf. So, okay. Warum? Ja, ziemlich monoton, nur Chocobos zu fangen. Oh no! Oh no! Wir waren fast da. Oh nein, ich weiß. Oh nein, ich laufe nicht mal richtig. Oh nein. Ha, hauen wir es raus. Hier, Kampf-Chocobo habe ich noch mehr. Läuft. Sieht ja auch anders aus. Ja, cool. Doink, doink, doink. Doink, 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 doink. Ein Pokémon im Hintern von der Kommilitonin gefunden. Okay. Ja, es gibt ja auch auf Twitter schon die verrücktesten Screenshots. Oh, zu spät. Der heult. Nein, spielt sich gut, aber er ist ein völliges Arschloch. Oh, sehr gut. Das steigert meine Moral. それでも戦力不足感は否めない。切り札はあるのか?ルシー刹那卿が一区大軍神を召喚される。私の部隊はその補助だ。 ルシーが2人とも戦うんですか? なるほど。切り札っぽいわ。ケツに火がついたって感じだね。でも一区大軍神なんて聞いたことがないんだけど。 普通の人間に制御は不可能とされ、魔法局が隠してきた軍神だ。一区大軍神の類は、ルシほどの力がなければ召喚すら危うい。諸刃の剣だと聞いている。これが、朱雀に残された最後の切り札だ。全てがこの一戦で決すると心得ており。Von der letzten Schlacht hängen auch alle so ab. Quatsch, komm. Ja, möge der Kristall mal wieder mit mir sein. Gut. Was nun? Wie viel Zeit? 4 Tage. 12 Stunden. Oh, Magina hat die Gruppe verlassen. Ciao. Muss ich weniger im Inventar rumklicken. Was? Stufe 29? Seid ihr verrückt? Ja, okay. Ihr spinnt doch, ey. Es wird dann wieder so eine Mission, die ich gerade so schaffe.
Ich weiß gar nicht, was ein Tangela ist, Speedy. Ich kenne Pokémon nicht. Alles so gut. Mit den ersten 150 kam ich noch klar. Aber ich glaube, die. Entweder habe ich es nicht so auf dem Schirm gerade oder es ist keins von den ersten 150. So. Ja, du ersetzt die. Welche Stufe bin ich denn hier gerade so? 25 und ich glaube, das war ja einer meiner höchsten. 26. Boah. Verdammt. Pflanzententakelknäuel. Kein Bild vor Augen. Und du kannst leider auch kein Bild posten dazu. Da wird dich der Nightbot nicht sehr für mögen. In der Eiborn-Region, ja, da sollte ich ja wohl auch hin können. Ein Striker. Hört sich eigentlich machbar an. Ich will das machen. Das klingt nach einer guten Sache. Vielleicht kann ich das ja noch abschließen und das wäre ein schöner Abschluss. Mal schauen, mal schauen. Was möchtest du haben? Ein Rohdiamant. Wow. Nein, danke. Okay, ich verstehe. Na, er hat's gelassen genommen. Sit. Ja, hast du mehr Kristalle, hast du mehr Kristalle. So einfach ist das. Oh, hallo. Hallo. Ist das die Setsuna? Controller fällt. クリスタルへ使える候補生としての教授は強きものかはい強く持っていますさようかしかしなれど偽りではないがまことでもなしクリスタルよりも尊いものかえ汝それを忘却の彼方へ捨て去りたくなければ朱雀を去るがいいあのその時をこれに迎えるかは汝次第否人の身には千なき定めどういう意味だろう
Ja, war mir auch zu hoch. Gut, weiter. Schick mich doch in die falsche Richtung. So, aufwerten. 5, 5, 7, 3, 8, 5, 5, 5. Lohnt sich nicht. Auch wenn sie 12 hatte, da gab es nicht viel Gutes. So, ich habe so viel Kram. Ich muss da eigentlich mal durchgucken. So, da gibt es auf jeden Fall was Besseres für, oder? MP. Verteidigung. Was geht hier ab? Das war eigentlich gar nicht schlecht. Okay, ein bisschen Brand und so. Schutz. Kram. Moment, ach, das sind diese Dinge. Dann kriegst du das hier. Und ja. Was bedeutet das eigentlich, wenn da so Uniformen neben drin sind? Okay, hier kann ich die jetzt auch das erste Mal wirklich so wechseln. Ich mach das mal. Ich muss einfach auch mal andere Leute leveln. In der Hoffnung, dass das was bringt hier. So, die ganzen Noobs mal nach oben. Fuck, das war falsch. Karte, du kannst nochmal hier so ein bisschen durchwechseln und du. Ah. So. In der Hoffnung, dass das was bringt. Kampfmitglieder. Kann ich auch immer nur den einen. Aber ich nehme mal hier den Boxer. Jo. Speicherung. Wenn was drin sind. Warte, ich zeig's gleich nochmal. Wo war das? Bei Aufwertung? Oder ist egal wahrscheinlich, wo ich bin? Nee. Wo war das jetzt gerade? Ausrüstung. Genau. Hier, da haben manche hier so eine Uni. Ich frage mich nur, warum. Kann man das wegen dieser Sommer-Outfit-Geschichte? Gut, gespeichert habe ich. Sehr gut, dann kann ich mal hier den Stufe 16 leveln. Der hat's mehr als nötig. Läuft ja gut. Das sind die Kostüme, okay. Nee. Jetzt hier nicht weiterkämpfen. Ich laufe aber jetzt absichtlich zu Fuß, weil so ein bisschen will ich schon leveln. Ah! Ja, hau! Oh Gott! Ist ja nicht zum Aushalten mit dem. Ich guck mal, was Inferno-Haltung und sowas ist.
Kein Battle at the Bridge, leider. Was auch immer jetzt Inferno-Haltung war. Yay, du hast es geschafft, mal zu treffen. Das sieht so dumm aus. Na, eigentlich gar nicht dumm. Aber im Getümmel sieht es irgendwie albern aus. Eiborn! Nein, noch nicht. Aber gleich. Au! Okay. Das war der Faustwirbel. Oh! Oh, er kann auch kicken. So, jetzt gibt's hier so einen Striker, oder wie? Das ist aber hoffentlich kein Gegner, der auf der Karte sichtbar ist. Will nicht. Böser Blick. Au! Was habt ihr eigentlich für eine Stufe? 27. Oh, Jack! Jack kriegt aufs Maul. Ja, die halt hier ein bisschen stärker, da müsst ihr euch schon anstrengen, Jungs. Nee, nix. Bis in den Tod kämpfen. So, Striker, zeig dich. Oh, jetzt habe ich den bösen Blick. Oh. Tja, und da stirbt man leider sofort. So ein Pech. So. Den nächsten Loser. Gott, ey, mit ihr kann ich auch überhaupt nicht spielen. Die springt immer so weit vom Gegner weg. Und auch nicht nach vorne. Mein Gott! Nochmal, du hast Blitz. So. Ich auszahlt mit dir. Aber leveln muss ich dich leider. Vielleicht können wir den Chocobo fangen. Komm her! Ah ne, der haut ab. Drecksack. Gott, du bist so ein dummes Kind. Wirklich. Der kann man doch nicht spielen. Jetzt hau doch einfach mal nach vorne, Kind. Moment, ich nehm den King. Geht doch. Ich muss sie ja nicht spielen, sie muss nur dabei sein.
Aber die alte geht gar nicht. Haha! Hahaha! Tja. Verkackt. Kann man da eigentlich in diesen Turm? Hey! Wird schon auftauchen. Das müsste ja eigentlich so ein Mech sein, vielleicht. Die machen hier wieder ihren fiesen Blick. Machen wir mal so einen Kraftschuss. Bam! Au! Nein, jetzt muss der Knecht nachladen. Wow, die werden ja ganz schön groß. Was zum Kugelhagel? Also ich weiß ja nicht. Wo ist denn das bitte ein Kugelhagel? Na gut, er schießt ein bisschen schneller. Nee, sorry, King. Freunde werden wir nicht. Vor allem, dass man noch auf die Munition achten muss. Crazy! Er kann auch picken. Oh. Oh, ciao, Seven. Du hast es halt nicht gebracht. Moment mal, Seven? Ist da noch jemand gestorben vorher? Hatte ich nicht sie dabei? Egal. Vielleicht lebt ja am Ende dann noch jemand. Ja, Jack lebt natürlich noch. Wow. Hi. Oh. Oh. Boom. Geht gut ab auf jeden Fall. Aber das ist nice, weil die Gegend ist nicht so weit weg. Und dann kann ich mit denen ein bisschen leveln. Oh. Trotzdem würde ich gerne einfach die Mission auch abschließen. Nein. Ah, gut. Hm.
Ist dieser Wirbelsturm von mir? Ach so. Striker, Striker, Striker. Zeigt sich einfach nicht. Nee, nee, nee. Da kann ich nur verlieren. Ich gehe jetzt mal hier so ein Waldstück vielleicht. Ist hier einfach irgendwie eher so ein Gegner. Nee, ihr seid normale Menschen. Oh, habe ich dich umgeschossen. Na, gerade als ich weg bin im Ziel. Einmal noch. Eigentlich auch eine gute Attacke, die sie da hat. Striker. Zeig dich. Ich schlupf mal da zu dieser Burg. Wow, was ist das? Flatterauge. Wow. Nein! Nein! Jetzt muss er nachladen! Gut. Kein Striker, aber ein Flatterauge. Aber sehr gut, die Gegner ändern sich mal. Dann gehe ich doch weiter hier lang. Komm her, du! Immer diese langweiligen Gegner. Das nicht.
Ah, komm her. Komm her. Nein. Nein. Komm. Komm zu Papa. Bevor du groß wirst. Nein! Geh weg! Boom! Oh, eine Bomberseele. Direkt seine Seele genommen. Nur Weibchen sind hier unterwegs. Striker! Also dieser Kugelhagel ist voll der Schrott. Den kann ich austauschen. Ach, dachte nicht, dass der Striker irgendwie unauffindbar ist. Wieder so ein Flattermann. Wow. Da will ich nicht rein. Ah, geh weg. Autsch. Heilung. Danke. Jetzt muss er schon wieder nachladen. Oh, Jack. Oh. Er hat sich noch dahin gerafft. Du musst besser aufpassen. Was ist dieses Rote? Nicht, dass da... Gut. Ein böser Feind wartet. Ich hab keine Lust mehr auf euch. Oh, jetzt ist schon Ace mit drin. Ace, du bist genug gelevelt. Geh weg. Ne? Ich will den haben. Ein Männchen. Na gut, ich laufe einmal hier so im Kreis und wenn ich dann keinen Striker habe, weiß ich auch nicht. Oh ne, das will ich nicht spielen. Sogar mir macht der so einen krassen Schaden, ey. Also sogar Ace.
Was ist mit dir? Dreh nicht durch. Mann! Ich will doch nur so einen blöden Striker finden. Hore, hore! Ja. Schön, wie alle in mein Eis rennen. Wenigstens sind die Kämpfe so schnell vorbei. Da ins Wasser kann ich nicht, oder dass es irgendwie Strand gibt, wo der Gegner nur auftaucht. Oh, oh, oh! Ein Striker! Und tschüss. Sehr gut. Sehr gut. Und deswegen die ganze Aufregung. So ein kleines Ding. Das direkt umfällt. Nice. So. No more Kämpfe. Dun, dun, dun. Da geht's lang. Schlapp, schlapp, schlapp. Schlapp, 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 schlapp. Sehr gut. Dann haben wir auch einen schönen Abschluss gefunden. Wie viel Uhr? Ja, ein bisschen drüber. Alles im Rahmen. Dann holen wir uns noch die Belohnung ab. Für diesen krassen Fight. Die wahrscheinlich wieder für den Arsch ist. So. Aber auch positiv natürlich. Wir haben ein bisschen unsere Noobs gelevelt. Will ich nochmal gucken. War 16. Er war auch unter 20, glaube ich. Ja, immerhin. Immerhin. Ein wenig. Und wir haben Kaktor heute gefunden. Zweimal. Auch voll gut. Ja. Ne, wir quatschen jetzt mit keinem mehr. So, was gibst du? 10 Elixiere. Was können Elixiere? Dann können wir beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Benutzen? Ne. Ausrüsten. Da ist ein Elixier. Halt TP und MP. Vollständig. Okay. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Gut. Ein kurzer Spaziergang zum Speichern. Tschung. Ja, wenn ich eine Mission am Tag schaffe, dann könnt ihr euch auch ausrechnen, wie viele Tage ich noch brauche. Ah, wenn es doch so einfach wäre, ne? So, gut, speichern. Jawohl. Gut. So, dann. Alle, die noch zuschauen, vielen Dank mal wieder, wie immer. Und Ace will ich jetzt nicht sehen. Stelle ich in die Ecke und schäm dich. Hier so. Und ja, morgen um 20 Uhr geht es weiter. Und dann haben wir auch
viel mehr Zeit. Und ja, heute hat ja Michi noch ein bisschen gestreamt. Das könnt ihr euch natürlich in der Aufzeichnung anschauen. Nicht auf YouTube, aber auf Twitch, wenn euch das interessiert. Valkyria Chronicles hat er immer im Angebot. Ja, danke Seth, dass du auch dankst. Ja, und morgen dann werde ich natürlich versuchen, wieder eine Mission zu spielen. Und hier noch ein bisschen in der Akademie rumrennen, Aufträge annehmen, die möglichst schnell sind. Und ja, dann bis morgen. Vielen Dank.